Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ich werde heute weihnachtlich dekorieren und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video, aber ich glaube, ihr mögt das. Ihr habt nämlich öfter geschrieben, ich soll mal längere Videos machen und ich glaube, dieses Video wird schon ein bisschen länger. Wir haben hier noch überall Herbstdeko stehen und ich dachte, wir fangen jetzt langsam an, weihnachtlich zu dekorieren. Auf jeden Fall, ich habe ein paar coole Sachen besorgt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir machen. Erstmal räumen wir auf jeden Fall die ganze Herbstdeko weg. Ihr habt ja gerade eben schon gesehen, wie ich die ganze Weihnachtsdeko geholt habe. Hier ist unser neuer Tannenbaum. Wir hatten letztes Jahr auch einen Fake-Tannenbaum, der war, glaube ich, 1,50. Und ich finde, der ging hier einfach ein bisschen unter, weil es hier relativ groß und offen wirkt. Und der Tannenbaum halt einfach im Gegenzug sehr, sehr mickrig wirkte. Der ist, glaube ich, gestern auch erst angekommen. Ich bin gespannt, wie er dann aufgestellt aussieht, ob er auch relativ voll ist. Ich muss da mal gucken, vielleicht muss ich den sonst im Notfall zurückschicken. Der von letztem Jahr wird aber nicht weggeschmissen, den bekommt nämlich meine Schwester. Und wir haben uns jetzt einen geholt, der ist 1,80 groß. Hier draußen ist auch noch unser Adventskranz, den habe ich gestern geholt. Den werde ich heute auch machen oder morgen. Also ich nehme euch jetzt wahrscheinlich über 2 Tage mit. Den machen wir dieses Jahr rund. Letztes Jahr hatten wir den ja länglich gemacht. Leo mag, glaube ich, den Zwerg hier, die haben sich angefreundet. Leo mag ihn auf jeden Fall. Okay, ein bisschen Angst hat er noch, aber er möchte spielen. Ich glaube, wir fangen mit dem Tannenbaum an, weil ich will unbedingt wissen, wie er aufgestellt aussieht. Der kommt übrigens dieses Jahr nicht hierhin, mitten in den Weg, sondern wir stellen den hier hin. Das Regal muss dafür noch ein bisschen weiter nach links, aber ich glaube, hier würde ganz gut hinpassen. Das passt auch von der Höhe dann. Ich habe schon mal das Fell da kurz hingelegt. Leo mag es auf jeden Fall schon. So, Max hat den unteren Teil zusammengebaut bekommen und ich fange jetzt hier an, alles zusammenzuzupfen. Ich finde, der Tannenbaum ist so schön. Ich werde den aber erst morgen, glaube ich, schmücken. Und dann kümmere ich mich halt schon mal um den Adventskranz. Ich habe den jetzt mal kurz mit Wasser eingesprüht. Ich würde sagen, den schmücken wir jetzt mal. Ich habe nämlich extra dafür frischen Eukalyptus geholt. Der sieht so schön aus. Da werde ich jetzt so ein paar Spitzen abschneiden und in den Adventskranz reinstecken. Auf jeden Fall sieht der Adventskranz jetzt so aus. Ich finde, das sieht einfach nochmal ein bisschen frisch aus. Jetzt packe ich nochmal die Kerzen drauf. Aber ich glaube, die Kerzen sind ein bisschen zu groß, oder? Was sagt ihr? Doch, die sind viel zu groß. Ich muss, glaube ich, dann nochmal los und 4 kleinere Kerzen holen. Auf jeden Fall habe ich hier so eine Sticker für die Kerzen, weil ich keine Kerzen gefunden habe, wo 1, 2, 3, 4 drauf stand. Deswegen habe ich diese Sticker hier für die Kerzen geholt. Ich habe schon mal die Halter für die Kerzen reingesteckt. Max fährt zum Glück nochmal kurz vorbei und holt dann Kerzen und dann können wir das gleich auch weitermachen. Ich möchte das halt relativ schlicht halten und da kommt jetzt so Baumwolle dazwischen. Langsam wird's. Ich habe da jetzt noch ein paar kleine Minikugeln und ein paar Sterne reingesteckt. Ich finde, das sieht langsam richtig schön aus. Und so sieht das Ganze von oben aus. Max hat mir Kerzen mitgebracht. Und diesmal passen die auch von der Größe gut. Die erste Kerze steht. Wir bekleben die gleich noch mit der Nummer. Aber die riecht richtig schön nach Kokosnuss. Passt zwar nicht ganz zu Weihnachten, aber ist nicht schlimm. Ich bin gerade dabei, die Kerzen zu bekleben. 2 und 4 sind schon mal fertig. Jetzt mache ich die 3. Die 1 habe ich leider kaputt gerissen. Aber zum Glück habe ich das Ganze 2-mal bestellt. Und ich finde, das sieht richtig süß aus. Und fertig. Das sieht richtig süß aus. Das stelle ich jetzt nochmal schnell in den Adventskranz. Und dann ist der eigentlich auch schon fertig. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde irgendwie, das sieht richtig süß aus. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Adventszeit und auf Weihnachten. Apropos Weihnachten, falls ihr noch Ideen braucht, was ihr euren Eltern, Geschwistern, Großeltern oder auch Freunden zu Weihnachten schenken wollt, passt jetzt gut auf. Ihr wisst ja mittlerweile vielleicht schon, dass ich personalisierte Sachen total gerne habe und die auch gerne verschenke. Und deswegen habe ich jetzt vor kurzem wieder ein paar Sachen bestellt und die zeige ich euch jetzt mal. Einmal nämlich diese Leinwand hier, die habe ich Max geschenkt. Die haben wir jetzt auch schon hängen. Also es war eine kleine Überraschung von mir für Max. Er hat sich auch richtig gefreut. Die hat eine richtig gute Qualität und die passt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut hin. Die Leinwand habe ich übrigens bei mein Foto bestellt, genauso wie die nächsten Sachen, die ich euch zeigen werde. Und zwar habe ich auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke bestellt, die zeige ich euch jetzt. Also Mama, Papa, falls ihr das Video jetzt sehen solltet, macht ab jetzt aus. Ab jetzt dürft ihr nicht weiter gucken. Für meine Mama habe ich hier zum Beispiel einmal diesen Glasblock. Die Qualität ist auch wieder richtig gut, das Bild ist sehr scharf. Ich denke, meine Mama wird sich da richtig drüber freuen. Und für meinen Papa habe ich diese Tasse hier. Sie sieht schwarz aus, aber
Mein Papa trinkt nämlich sehr, sehr gerne Tee. Und wenn man hier etwas Heißes reinfüllt, kommt dann hier das Bild. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das funktioniert. Aber es ist eine richtig coole Idee. So sieht die Tasse gerade aus. Und da fülle ich jetzt einmal heißes Wasser rein. Stellt euch vor, ich würde da jetzt auch noch einen Teebeutel drin haben. Und jetzt müssen wir einmal kurz warten. Und da sieht man auch schon das Bild langsam. Oh mein Gott. Und da ist nachher dann ein Bild von mir und meinem Papa drauf. Richtig süß, finde ich. Und man sieht auch, dass der schwarze Rand langsam verschwindet. Und dann ist nachher alles voll mit dem Bild. Richtig cute, oder? Ich habe das Wasser jetzt nochmal rausgegossen. Von innen ist die Tasse weiß. Und ja, so sieht das Bild aus. Und die letzte Sache, die ich bestellt habe, ist diese Decke. Das ist so lustig. Die Decke ist einfach mit Leo bedruckt. Das ist ein richtig süßes Bild. Ihr seht, wie groß die Decke ist. Es gibt aber auch verschiedene Größen. Und was ich noch sehr, sehr geil finde, ist, dass die Decke von innen so richtig schön flauschig ist. Richtig schön weich und das ist eine richtig schöne Kuscheldecke. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, der lautet Chrissy10. Und mit dem bekommt ihr zusätzlich nochmal 10% Rabatt. Das Ganze zusätzlich, weil eben gerade sehr viele Artikel schon bereits reduziert sind. Also guckt gerne mal vorbei. Der Link ist in der Infobox. Ich habe hier in den Flur schon mal den ersten Zwerg gestellt. Richtig süß. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, weil das so viel ist. Ich glaube, ich mache hier mit der Fensterbank weiter und stelle diese Häuschen hier hin. Da passen auch nochmal so Kerzen rein. Die sind auch nochmal beschriftet. Das ist eigentlich auch so eine Art Adventskranz, Adventshäuschen. Und so sieht das Ganze aus. Aber mir fehlt da noch irgendwo was Rotes. Also irgendwas Rotes wird auf jeden Fall noch hinkommen. Ich sehe noch, wir haben hier diese grüne Girlande. Die hole ich jetzt mal raus. Die kommt nämlich da einmal ums Geländer. So sieht das ungefähr gleich aus. Da kommt aber auch noch eine Lichterkette drum. Das hatte ich auch schon seit einer Ewigkeit hier rumliegen und das hängen wir jetzt endlich mal auf. Davon muss ich aber hier irgendwie abbekommen. Das ist irgendwie festgemacht, ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall kommt es hier hin. Ich glaube, das wird richtig schön aussehen. Und so sieht das aufgehangen aus. Sieht richtig, richtig schön aus. Da kommt gleich noch ein bisschen Deko davor. Ich werde jetzt hier mal mit dem Tisch weitermachen. Ich werde jetzt erstmal alles runterräumen, den Tisch sauber machen und dann kommt da so eine Tischdecke drauf. Noch hier diese zwei Kerzenständer und noch ein bisschen kleine Deko. Mal gucken, was ich gleich so finde. Diese Tischdecke hat auf den Tisch nicht so gut gepasst, deswegen habe ich sie jetzt hier hingelegt. Hier kommt gleich noch ein bisschen Deko drauf. Diese Bank hier mit den ganzen Sachen wollte ich noch komplett wegräumen. Das ist irgendwie so eine Abstellmöglichkeit geworden. Deswegen räume ich die jetzt auch mal weg. So sieht der Tisch mittlerweile aus. Ich habe da einfach so drei Tischplätzchen hingelegt, dann noch zwei Kerzenständer mit Kerzen drauf. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so lasse, aber hier ist es auch schon leerer geworden. Ich finde es so schon direkt besser. Etwas später und der Tannenbaum leuchtet einfach. Die Lichterkette war dezent zu klein, deswegen habe ich da jetzt zwei ran gemacht. Aber ja, ich wollte das irgendwie schon mal machen, dann muss ich das morgen nicht mehr machen. Habe auch schon die ersten Teile rangehangen. Einmal hier drei von solchen Schleifen und einmal so eine Zuckerstange. Es wird halt ja dieses Jahr ein bisschen rot mit drin sein und ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Hier ist immer noch so ein Chaos, wir haben gerade eben mal gegessen. Mittlerweile ist aber auch schon 17 Uhr, es ist dunkel draußen. So langsam kann man hier wieder gehen. Wir haben zwei Kisten jetzt schon hochgebracht, eine mit, voll mit Herbstdeko und eine mit Weihnachtsdeko, die ich aber nicht brauche. Hier sind nochmal ein paar Kugeln für morgen. Das hier werde ich auch gleich noch ein bisschen verteilen. Die Bank kommt noch hoch. Ich habe hier nämlich diesen Weihnachtsbaum hingestellt. Da sind auch so Kugeln dran und der kann halt leuchten. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Hier ist immer noch überall Chaos und ich würde sagen, darum kümmern wir uns jetzt. Räumen das hier auf und dann sieht es schon richtig weihnachtlich aus. Ich hatte gestern so ein schönes weihnachtliches Gefühl durch den Tannenbaum und den Adventskranz. Das ist irgendwie total schön. Ich mache jetzt auf jeden Fall hier in der Küche weiter. Das wird jetzt einmal komplett aufgeräumt, damit ich hier auch schon mal fertig bin. Und kleines Update. So sieht das jetzt hier an der Wand aus. Hier sieht das auch gut aus. Ich muss gleich halt nur noch die Spüle einräumen. Aber ansonsten bin ich fertig. Ich wollte es hier halt nicht zu doll haben. Deswegen finde ich das ganz gut so. Hier habe ich gerade eben einfach alles abgestellt. Hier erwartet mich schon direkt das nächste Chaos und das räume ich jetzt als nächstes auf. Habe ich hier jetzt auch fertig aufgeräumt. Hier ist alles wieder schön leer und hier habe ich einfach noch so ein kleines Tablett hingestellt mit ein paar Dekorationssachen. Unsere Tannenbaumkrone ist angekommen und ich finde es einfach so süß. Ich habe richtig lange nach was Süßem gesucht und das hier ist es jetzt geworden. Ich finde das irgendwie richtig cute. Mal gucken, ob wir das jetzt hier irgendwie raufbekommen. Ja, geht doch. Oh. Ich bin zufrieden. Heute kommen dann auch endlich die Herbstkissen hier weg. Das mache ich gleich auch noch. Aber als allererstes kümmere ich mich jetzt nochmal um das Chaos hier. Die Ecke da hinten, die habe ich auch schon aufgeräumt. Hier ist es auch wieder so gut wie sauber. Aber jetzt haben wir hier nochmal zwei Kisten bekommen. Und zwar sind die von Marie. Sie möchte, glaube ich, dieses Jahr gar nicht rot dekorieren. Deswegen haben wir das jetzt bekommen, weil bei uns halt so ein bisschen rot mit drin ist. Und ich gucke mal, was ich davon jetzt alles benutzen kann. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich bin fertig mit dem Dekorieren. Ich blende euch jetzt nochmal ein paar Aufnahmen ein und hinterlege das mit Musik. Also ganz viel Spaß.
Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ihr könnt auch direkt schreiben, ob ihr schon angefangen habt, weihnachtlich zu dekorieren. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!